was für eine Nacht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wising World. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ja, gestern Silvesternacht, heute der 1.1.2019. Ich hoffe, ihr seid alle saubergeil reingerutscht ins neue Jahr und hattet ein anständiges Silvester. Ich war früh im Bett, weil ich tatsächlich arbeiten bin, wenn ihr diese Folge seht. Also ich denke mal, dass ich früh im Bett war, also nach 12 Uhr. Gut, ja, heute möchte ich mit euch nochmal über den Torpedoraum springen. Ich habe ein bisschen was rumexperimentiert, also nicht Großes. Ich weiß noch immer nicht, wie die Gefechtsköpfe aussehen sollen, tatsächlich. Aber dafür habe ich ein Bild für hinten gemacht, was nicht aussehen wird, wie ich das gerade sehe. Das wird nicht aussehen. Was Ovales, was Spitzes. Wir müssen einfach irgendwas bauen. Ich muss mal gucken, was uns zur Verfügung steht. Und wir können uns heute vom Weihnachtsbaum, würde ich ja sagen, Schneemann und Weihnachtsbaum verabschieden. Denn diese Zeit ist jetzt tatsächlich vorbei. Die Motten war ein für nächstes Jahr. Und dann ist die Sache ja geritzt, ne? Das kann nicht entfernt werden. Dann muss ich zerstören. Nee, warte mal, das ist drin. Deswegen, ne? Zeig ich mal. Ja. So, dann haben wir wieder Platz. Weihnachten, Silvester, alles ist jetzt vorbei. Und jetzt geht das neue Jahr los. Auch natürlich mit Rising World am 1.1. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, hoffentlich auch um 9 Uhr frisch und munter. Es gibt ja nicht alle Menschen, die da sind, feiern ja wie bekloppt. Ne? Manche genießen auch ein bisschen Ruhe. Auch wenn es halt schwer ist. Ab 12 Uhr wird es ein bisschen laut. Ne? Gut, Bilder machen. Papier habe ich und Mass. Haben wir Kredenz bekommen, finde ich sehr geil. Poster, mache ich mal 11 Stück, haben oder nicht haben. Und schau mal kurz in der Werkbank, was wir für Material machen. Nee, Quatsch, hier nicht. Hier, was wir für Material nehmen könnten für einen Gefechtskopf, den wir dann natürlich auch bemalen müssen. Nicht natürlich, Blödsinn. Also wir können farblich, Kupferpilzfliesen, Putz war, glaube ich, ganz cool. Farblich was Rotes nehmen, weil das einfach immer gut aussieht. Und dann hätten wir die Spitze zur Verfügung. Und das war's, ne? Wir haben noch was etwas rundlicheres. Das haben wir aber schon genommen. Blödsinn. Obwohl, ein runder Block kannst du da nicht ranpappen, ne? Diese Spitze. Das ist die einzige, die mir im Sinn kommen würde, die so ein bisschen nach was aussehen würde. Ehrlich, das ist super schwer, da was Vernünftiges ranzubekommen. Was Ovales vielleicht. Das wird vielleicht noch einigermaßen Sinn ergeben. Als Gefechtskopf. Blau wäre auch noch eine geile Farbe dafür, ne? Aber ich brauche noch Steine. Und ich guck mal kurz in der Kiste hier, meine Wubbelkiste. Ob ich da irgendwo Stein drin habe. Da habe ich Stein drin. Wunderschön. Also wir können die in der Farbe natürlich lassen, so wie sie sind. Ich nehme mal was Ovales mit. Irgendwas Eckiges. Nee, was Dreieckiges. Es gibt auch mal das hier. Gibt es noch ein anderes? Nee, ne? Wir haben das hier noch, aber das wird nicht aussehen, glaube ich. Nimm mal, vielleicht von irgendeinem Winkel aus. Also das wird echt schwer, das irgendwie krass aussehen zu lassen, finde ich. Dann motten wir mal was weg. Nehmen wir mal unsere Mottenkiste. So. Zack. Und sind das auch los, ne? Weihnachten. Jetzt ist es endlich vorbei. Diese anstrengende, furchtbare Weihnachtszeit. Na, die war schön. War eine schöne Weihnachtszeit dieses Jahr. Gut. Ich muss halt leider sehr viel arbeiten zwischenzeitlich. Das macht dir schon das Leben so ein bisschen kaputt, ne? Arbeiten gehen, verdammt. So, ich muss für Vollzeit-YouTuber werden. Ihr müsst jeden Tag 10 Euro pro Person donieren. Nein, Quatsch, das würde ich nicht verlangen können. Gut, schauen wir mal, was denn eventuell irgendeinen Sinn ergibt. Problem ist, ihr könnt nicht alles drehen, ne? Das ist das Problem. Na, ihr seht, das geht schon mal gar nicht. Den würden wir drehen können, aber wir können ihn nicht frei setzen. Okay. Geht auch nicht. Hyper scheiße schwer, da ordentliche Dinger ranzukriegen. Das muss komplett von der Hand gebaut werden, aus Holz. Verdammtes Ding. Also mit dem können wir schon mal vergessen. Bilder habe ich was geplant gehabt, und zwar hochladen. Rising World Bilder. Das muss ich jetzt mal finden. Das ist irgendwie Triebwerk. Ob das so einigermaßen aussieht, ne? Ich glaube nicht, dass das gut aussehen wird. Center, Carbon-Textur. Was, Fernseher? Nein, Frucht. Das ist es. Das wollte ich ja als Triebwerk. Nein, Quatsch. Ein scharfer Antrieb. So. Es ist natürlich wieder ganz unten. Ich weiß doch nicht mehr genau, wie es heißt. Verdammt. Turbine, da.
Also wunderschöne PNG, die halt so aussieht, als ob das einen Antrieb hätte. Das Ding, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, das ist nicht groß genug. Ich glaube, das reicht aber als. Sieht aus, als ob so ein innerer Antrieb wäre. Das ist völlig in Ordnung. Das geht auf jeden Fall klar. Oh Gott. Das geht auf jeden Fall klar. Dann fehlt uns nur noch der Gefechtskopf. Verdammt. Der liegt hier an der Wand an. Okay, mach nix. Ein Bild gespart. So. Also das finde ich in Ordnung. Ne? Also ich habe jetzt gedacht, das sieht total beschissen aus, aber das kann man schon nehmen. Ne? Das ist ja ein Triebwerk halt. Den Gefechtskopf, den müsste ich jetzt aus reinem Holz bauen. Problem ist halt, dass ich den bekleben muss. Auf jeden Fall. Da muss eine kleinere Latte hin. Das hört sich mal an. Und das wird gar nicht so einfach zu kreieren, sage ich euch. Vor allen Dingen, weil es einfach nicht gehen wird. Uah, ich bin da gar nicht am Laufen. Viel zu lang geworden jetzt schon. Brecheisen. Nein, was mache ich denn? So. Aber mir fällt da auch nichts so ein, ne? Feuer! Nein, das muss jetzt einmal sein. Okay, ja, das ist scheiße. Das kann ich auch damit nicht bauen. Das sieht einfach nie aus. Ich müsste ganz dünne Latten nehmen. Und die dann jetzt immer wieder. Ne, auch das kriege ich nicht hin. Eine ganz kleine Rotation reinkriegen. Keine Chance. Ich habe da keine Chance. Ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Also ich bin echt am Ende meines Lateins. Für die doofen Gefechtsköpfe. Damit die nach was aussehen. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre nochmal eine andere Farbe. Und zwar genau dasselbe Material. Da vorne einfach dran pappen. Wir können ja mal testen, wie das aussieht. Aber wir haben irgendwie keine epische Farbe, was das betrifft, ne? Finde ich schade. Also da was so spitzes, ovales draußen wird geböllert bei mir gerade. Also bei mir ist noch nicht Silvester. Aber es ist nicht mehr lange. Dann ist es soweit. Sägetisch, Holzplanke. Was viereckiges wäre natürlich Blödsinn. Das müsste schon rund sein. Ein Fenster, ein Glas. Fällt mir nichts so ein, was man da noch machen könnte. Holzstamm, ich habe schon überlegt. Ja, aber wir haben keine vernünftigen Farben. Alles sieht nach Holz aus. Und der Torpedo soll nicht nach Holz aussehen. Das ist einfach scheiße. Aber Mann, ich komme zu nichts hier. Vielleicht haben wir irgendeinen Tisch, den wir drauf popeln können. Nein, Quatsch. Geländer. Was wir noch nicht so im Kopf hatten. Was jetzt plötzlich sagt dann, yeah, nimm das. Absperrungen. Ein Versuch wäre es wert, aber ich darf den bestimmt nicht drehen. Ach, guck mal, es gibt auch einen 3-2-1-Spielepöller. Cool. Eisenplatten, Eisenstab. Eisenstäbe habe ich noch viele gehabt, glaube ich. Da. Und das wäre natürlich eine Option, ne? Muss ich schon mal sagen jetzt gerade. So, Stein kann wieder weg. Eisen. Ja, Geräusche hier. Eisenbarren. Habe ich noch welche in der Tasche? Nein. Also meine Ordnung lässt echt zu wünschen übrig. Wundere mich, dass da keiner darüber meckert. Normalerweise schimpft ihr immer so schnell mit mir, wenn ich dir so unordentlich arbeite. Aber das scheint hier irgendwie gar keinen zu stören. Welche Kiste war denn unsere Spendenkiste, die neue? Da war auf jeden Fall so viel drin. Und so viel Papier. Ach, hier, die. Und sehr viel Eisen. Nehme ich dich doch einfach. Machen wir mal 4 Eisenplatten. So. Da. Ach, das werden wir nicht drehen dürfen. Das ist das Doofe, ne? Ich werde jetzt mal einen testen und einen davon hier hinstellen, weil ich ihn jetzt gerade entdeckt habe. So, das muss mal gebaut werden, ne? Das war ein Spielepöller hier, ist ja wohl ein Traum. Okay, der andere Pöller ist da. Ich könnte rein technisch ja schon probieren, den zu drehen. Ich kann den so drehen, aber ich darf ihn nicht anders drehen. Vielleicht können wir den trotzdem dran popeln irgendwie. An der Kiste ist er jetzt auch nicht gedreht. Sich. Ah, verdammt, das wird nicht klappen. Ansonsten könnte man nur mit irgendeinem Bild das grafisch darstellen. Aber das ist auch super, super schwer. Was ist hier alles dann zappeln? Ja,
Also jetzt, das geht schon mal nicht. Er müsste sich einfach anpassen, aber ich kann ihn nur in dem anders drehen, geht leider nicht. Auch in der Größe kann man ihn nicht verändern. Mit Grid wird auch nichts klappen. Also das geht leider nicht. Schade. Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Torpedos, so wie die jetzt sind. Ich bin sehr, sehr unzufrieden. Scheiße. Naja, was soll man machen, ne? Also man muss irgendwie was, aber sie müssen halt so rund sein. Mir fällt aber auch nichts mehr ein. Jetzt habe ich den Pöller, toll. Setzt er auch nicht, ne? Er setzt den gar nicht. Da muss echt flach drauf liegen. So. Er wird mich immer daran erinnern, dass ich doof bin. Nein, Quatsch. So, ja, Holz ist das Einzige, was wir haben, ne? Schränke, na gut, da wird nichts dabei sein. Verschiedenes. Grammophon. Wie gesagt, das dürfen wir alles leider nicht drehen. Das ist das große Problem. Dekoration, also, ne, ja. Da wird irgendwas bei sein, ne? Aber wie gesagt, es ist nicht drehbar. Nein. Blumentopf, wow. Aber manche Sachen, die man einfach so in eine Wand verschwinden lassen kann oder so, ne? Jalousien, Kürbis, Vase. Hat aber schon mehr Stil. Wir haben noch Türen, Betten, Badezimmer, Heizung. Irgendwas, was wir missbrauchen können. Leitern, wird auch keinen Sinn ergeben. Kisten. Ja, da haben wir ein Fass. Ja, wir dürfen das auch nicht drehen. Upsa. Oder darf man ein Fass drehen? Ich weiß es gar nicht. Wird auch keinen Sinn machen, das drehen zu können. Nein, das kann man nur so drehen. Ein Fass mehr. In Ehren kann niemand verwehren. Hat das Shirt wahrscheinlich. Pum. Ein Fass wäre ja auch keinen Sinn gemacht. Puh, ich habe alles durch, ey. Vielleicht noch irgendeine Lampe? Das wäre noch eine Idee. Hilfsmittel, was sind Werkbänke, Boote. Naja, Werkbänke haben wir nur die hier. Medizin, eine Medikit. Waffen haben wir das hier. Das habe ich irgendwie gebaut, glaube ich. Lichter. Der Kronleuchter, den brauche ich ja nicht anklicken. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, das nicht. Tischlampe kann man wahrscheinlich wieder nicht drehen. Wäre aber cool, ne? Also Optik her. Bisschen, ne? Wir können es ja mal testen. Steine? Warum mit Steine? Und Lampen. Lampen. Und Steine. Wollen wir jetzt Steine? Na, Himmel, Herrgott, Kruzifix halt. Ich glaube nicht, dass ich die drehen darf. Das ist das Blöde. Die wird nichts bringen. Außerdem wäre die viel zu klein. Ist die sowieso allgemein zu klein? Eisenplatten. Die ist auch zu klein. Stablampe, Taschenlampe. Okay, jetzt habe ich so eine komische Lampe gebaut. Und wir sehen jetzt schon, die dreht sich nicht an Gegenständen. Das macht also schon mal keinen Sinn. Eine Lampe in Ehren kann niemand verwehren. Bup. Macht doch gar kein Licht, ne? So, ja, was soll ich da hinbauen? Das ist jetzt die Frage. Eine Leuchtelampe wäre doof, weil die macht den ganzen Raum hell, ne? Also da ist nichts zu machen, was das betrifft. Dementsprechend muss ich mir was anderes überlegen. Irgendwas. Einen Schluck trinken. So. Was könnte man da nehmen? Ich will mich inspirieren lassen. Ich esse ein Steak, da werde ich immer inspiriert. Aber da ist nichts. Also jetzt im Ernst, ich kann das lange suchen. Da ist einfach nichts. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist tatsächlich in anderen Runden zu bauen. Und zwar einen anderen Holzstamm in einer anderen Farbe. Und den einfach ein bisschen bemalen oder so. Irgendwie einen Strich drauf machen. Hier, diese Farbe. 1, 2, 3, 4. Und ein bisschen ablenken. Vielleicht ein Kabel draufkleben. Ein PNG-Kabel oder sowas. Und das ist jetzt das, was mir eigentlich nur einfällt. Ich könnte die verjüngen lassen. Also, ich habe eine Idee. Jetzt habe ich wieder eine. Ist mir gerade wieder eine eingefallen. Jetzt geh doch hoch. Jetzt habe ich natürlich nur 4 Stück gemacht. Dass sich die jetzt... Die darf ich ja drehen.
So, ich habe einen Plan. Wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere die Idee jetzt auch schon gehabt, aber ich war erster. Noch dünner. Eigentlich hätte ich sie noch dünner bauen müssen. Jetzt versteht er wahrscheinlich, was ich meine. Und das, ich glaube, das geht safe. Das geht auf jeden Fall sowas von klar. Guckt euch das an. Ich bin absolut zufrieden. Das ist es. Das sind unsere Torpedos. Geil. Doch. Doch, das sind sie. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Boah, eine Last fällt mir gerade von meiner Leber. Ein bisschen depressiv bin ich, weil ich wieder mal den Feiertag arbeiten muss. Ich musste über Weihnachten jeden Feiertag arbeiten, aber ich bin nicht der einzige Mensch auf der Erde und deshalb glaube ich, dass das auch sehr viele waren, die arbeiten mussten. Und ja, denkt an uns, ne? Also jetzt ist es sowieso zu spät, aber uns gibt es auch. Wir machen das nur für euch und für mein Gehalt. So. Mache ich mir einfach mal hier 32 Stück fertig. Das können wir in eine Tonne kloppen. Okay, das müssen wir jetzt viermal machen. Also noch dreimal. Ist der Torpedoraum so weit in trockener Tücher, in trockenen Tüchern? So. Ne, das geht ab, absolut, ist absolut easy. Finde ich gut. Also das ist, glaube ich, die Originalgröße. Wir wollen aber schon direkt einen kleiner machen. Das baue ich jetzt dann jeden einfach mal dran, sodass wir nicht bei jedem jetzt alles immer einstellen müssen. Und wir kommen wieder nicht dran. Komisch. Warte mal eben, an den kam er ja dran, ne? So. Die nächste Nummer ist wieder ein bisschen kleiner. Nicht verdreht. Wie viel kleiner haben wir denn da gemacht? Das war schon zwei Nummern. So, ein bisschen gerade soll es schon aussehen, ne? Das wird peinlich. Hey, er versinkt da richtig drin. Also manchmal ist das komisch, wie das hier funktioniert mit dem Bauen. Ich habe ihn natürlich jetzt übernommen. Wenn wir noch mal zwei Nummern kleiner und dann kommt die Spitze da dran. Die haben wir noch mehr Nummern kleiner gemacht. So. Dann sind wir da sowas von zufrieden. Und eine kleine Spitze. Also Detonator. Zünder oder sowas. Zack, geflogen bin ich wieder. Mann, wir haben Sprengköpfe. Wir haben schöne. Wir haben keine Möglichkeit gehabt anders, aber schöne Sprengköpfe montiert. Das Ding kann reinfahren und losfliegen mit dem Triebwerk hinten dran. Die wird natürlich noch beschriftet werden, da wird noch irgendein Schriftzug drauf kommen. Bombomat 5000 oder so. Und das wird schon ganz geil aussehen, glaube ich. Na, wir könnten hinten vielleicht tatsächlich noch, weil ich es gerade so sehe, irgendwie so ein Leitwerk dran machen. Das wird, glaube ich, gar nicht so scheiße aussehen. Aber das ist schwierig, weil es schon offen, weil die so eng auf dem Boden liegen. Da muss ich mir mal eins angucken, bevor wir das machen. Auf jeden Fall, was ist eure Meinung dazu? Reicht das aus? Ich glaube, das reicht völlig aus, ne? Jetzt muss ich noch eine schöne Armatur hier finden. Und dann geht das Ganze hier klar. Das Video mache ich natürlich jetzt. Ich muss gucken, ob ihr das hier wollt oder nicht. Das Silberne muss ja dann wieder getauscht werden, ne? Okay. Der nächste Plan war im Raum. Ein achteckiger großer Generator genau in der Mitte, den wir natürlich bemalen werden mit Farben. Achteckig. Brechen da sechs Stück. Meine Mathematik geht nicht auf. Oh, also das habe ich auch noch nie gebaut. Das ist auch wieder doof. So. Das soll ja schon mittig im Raum sein, ne? Keine Ahnung, wo die Mitte hier ist. Wenn ich sowas baue, ich fange mal an. Wenn Scheiße ist, dann kann ich es ja ändern.
Das soll was Rundes simulieren einfach, ne? Das ist, darum geht's mir. Und da drin ist natürlich nichts. Wir könnten vielleicht tatsächlich sogar mit einer Glasscheibe arbeiten. Ich brauche noch viel mehr Holz. Warum brauche ich eigentlich immer was Neues? So. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich schon raus aus der Nummer. Da muss ich ja auch wieder treffen, ne? Das ist das Schwierige. Müssen alle Seiten gleich sein. Das ist für mich asymmetrisch. Also die ersten drei, die habe ich ja hingekriegt. Und da müsste das hier fast sogar gerade werden, ne? So, und dann nochmal sowas wie die drei da. Einmal anpassen. Genau so. Falsch rum. Ja, ein bisschen steiler war es schon. So, und das wird dann. Dann machen wir mal zwei Latten hin, dann müsste das passen. So, dann muss ich mir zwei Latten machen. Mal, ich kriege noch eine Latte hier. Also, ich kam mir immer so gut durch. Jetzt gar nicht. Jetzt komme ich auf einmal nicht mehr durch. Keine Ahnung warum. Damit der Generatorraum auch mal endlich ein bisschen Leben bekommt, weil der war ja die ganze Zeit leer mit seinem Carbon an der Wand und. Jetzt der Pöller jetzt. Funktioniert das jetzt bestimmt viel schöner. So, habe ich noch Holz? Ich habe kein Holz. Gute Spendenkiste. Mit sehr viel Material. Super sortiert sogar noch dazu. Mach mir Holzplanken. Was waren die hier? Die Farbe ist ja irgendwie Jacke wie Hose, weil ich dachte, da kommen ja eh Bilder drauf. Hier so technische Schalter, Hebel und alles Mögliche möchte ich da dran machen. Die halt zu dem Generatorraum passen. So. Irgendwas muss ja verantwortlich sein für den Hyperraum. Oh, jetzt komme ich wieder in die Reihen bestimmt. Da, der passt einfach nicht richtig durch auf einmal. Der komische Typ. So. Sieht alles schief aus. Aber das liegt am Untergrund. So. Und jetzt müssen eigentlich nur zwei gerade noch rein. Das passt überhaupt nicht hier. Das halt nicht mit zwei Seiten anfangen, ne? Man lernt nie aus. Sind die länger? Kann das sein? Hab ich da außersehen drauf gedrückt? Nö, sind dieselben Latten, ne? Ja, ich schrieche ja eine Latte hier. Ich habe bestimmt ein bisschen zu weit gedreht. So. Will ich niemals hinkriegen. Aus der Hand raus. Ich sehe ja schon, dass das nicht passt. Das ist auch nicht, das ist doch nicht gerade. Das ist eine optische Täuschung. Ne? Nö. Wenn ich das aber jetzt kürze, aus technischen Gründen, haben wir was Rundes. Also wenn man hier rumgeht, wird man eh nie verstehen oder merken, dass das nicht rund ist. Glaube ich jedenfalls. Aber man sollte trotzdem nicht durchgucken können. So. Boah, ist das schwierig. Heute ist der Tag der unglaublichen Schwierigkeiten. So. Da kommen dann halt Bilder dran. So. Und das Ganze wird dann wesentlich hübscher aussehen, glaube ich. Okay, das ist ein Teil des Generators. Ne? Hier in der Ecke muss noch was hin. Ach, hier der ganze Raum, der wird noch richtig... Ach, da werden wir noch richtig zu tun haben. Ein toter Raum in der Mitte hier. Hier müssten wir eigentlich noch Carbonbilder drauf machen. Drei Stück, glaube ich, waren das dann. Da. Oh, perfekt. Mal rein zufällig perfekt gefunden. So.
kriegst du nie mehr perfekt dran, ne? Hier ist so viel Strahlung drin, ich muss aufpassen. So, dann ist das schon mal hübscher. Brennstäbe machen ihren Job. Ein ovales Ovaling. Da, ich bin noch nicht so zufrieden. Also müssen, wie gesagt, noch Bilder dran. Oder muss ringsrum eigentlich, ja, aber hier soll ja keiner drin arbeiten in dem Sinne. Hier ist nur Verfall, hier Technik, ne? Und die wird von außen bedient. Wo ich nicht mehr hinkomme auf einmal. Ich verstehe das nicht. Bin auch gebückt, ehrlich. Überall Klo-Leitung an der Wand, alles gut. So. Ja, wie gesagt, da möchte ich noch was dran malen. Mit einem Poster halt. Und ich weiß auch nicht genau was. Und noch für Arbeit suchen. Ich bin aber hier erstmal sehr zufrieden. Meine Torpedos. Die sind sehr hübsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passt schon, okay. Ja, ich glaube, die sehen ein bisschen anders aus als der eine, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Was schreibt man auf so ein Torpedo denn drauf? Torpedomat 2003. Ich komme zu die Tür her. Gut, habe ich, glaube ich, heute nach Silvester genug beansprucht. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rising World mit neuen Bildern und wir werden noch einiges machen müssen. Ach du Jemine, Turbogang. Tschüss.